Ende April, im Schatten von Corona, tut sich etwas am Waldrand von Pfetrach nahe Landshut. Mit Spezialtransportern werden gewaltige Bauteile verladen. Es sind die 70 Meter langen Rotorblätter eines Windrades. Raimund Kamm, der Vorsitzende des Landesverbandes für erneuerbare Energien, ist fassungslos. Er möchte den Vorgang dokumentieren. Über ein Jahr hat das Windrad auf der Wiese gelegen. Jetzt hat der Betreiber aufgegeben und es ins Ausland verkauft. Dass hier ein Windrad, das 5-6 Millionen Kilowattstunden im Jahr hätte liefern können, nicht zustande kommt, ist deprimierend. Für die Gegner hingegen ein Triumph. Geklagt hatte ein Umwelt- und Naturschutzverband mit Sitz in der Oberpfalz. Er möchte Bayerns Wälder und Fluren vor der Verspargelung schützen. Die Energieplaner, also die Windkraftplaner, die sind unersättlich. Da gibt es keinen Stopp. Ja. Doch wie soll die Energiewende in Bayern gelingen, bei so viel Widerstand? Das Windrad hätte mehr als 2000 Haushalte mit regenerativem Strom versorgen können. Für ein Dorf wie Pfetrach hätte es locker gereicht. Der Ort ist gespalten. Die einen bedauern den Abtransport, andere dagegen sind erleichtert. Sie fürchten zum Beispiel den Infraschall, der von einem Windrad ausgehen soll. Vor der Kamera möchte das niemand sagen. Ein Kilometer weiter schreitet der Abbau voran. Neugierige Zaungäste sind gekommen. Und dann gibt es doch noch Stimmen aus dem Ort. Ich weiß es nicht, warum das sich aufgeschaukelt hat. Ich bin's bloß leid, dass das so ausgegangen ist. Jetzt leider. Jeder hat eine Meinung für oder dagegen. Jeder möchte gern ökologischen Strom, aber keine Anlagen, keine Freiflächen. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass die Anlage jetzt wegkommt. Der Fall Pfetrach ist für Raimund Kamm ein Beweis dafür, dass die bundesweit strengste Abstandsregelung, die sogenannte 10H-Regelung, den Ausbau der Windkraft in Bayern blockiert. Sie besagt, 10-mal die Höhe soll ein Windrad vom nächsten Ort entfernt sein, sofern sich die Kommune nicht anders einigt. Nach 10H müsste das Windrad 2 Kilometer Abstand zu Pfetrach haben. 1 Kilometer wie jetzt ist zu nah. Ein Unding für Raimund Kamm, denn überall sonst in Deutschland hätte das Windrad in Betrieb genommen werden können. 10H gilt nur in Bayern. Nicht weit von Pfetrach, das Kernkraftwerk Isar 2. Eigentlich soll es in 2 Jahren abgeschaltet werden. Will man hier vielleicht das Rad der Geschichte zurückdrehen? Noch wird Bayern zur Hälfte mit konventioneller Energie versorgt. Der Anteil der Windenergie beträgt gerade mal gute 6%. Rund 30% des Bedarfs liefert immer noch der Atomstrom. Was soll ihn ersetzen? November letzten Jahres. Dass die nachfolgenden Generationen unseren Atommüll ertragen müssen, ist für Raimund Kamm unerträglich. Das hat ihn zum Umweltaktivisten gemacht. Auf den Tag genau ist es 5 Jahre her, dass per Landtagsbeschluss der CSU in Bayern die umstrittene 10H-Verordnung für Windräder gilt. Dagegen möchte er demonstrieren. So, liebe Leute, das schwerste Teil ist dieses hier, Herbert. Und dann kommt hier ein leichtes Teil, am besten mal runter. Das ist für die promovierte Ingenieurin. Ja. Als Vertreter des Landesverbandes für erneuerbare Energien ist Raimund Kamm dem Aufruf des Bund für Naturschutz gefolgt. Für die Aktion hat er ein Windrad schreinern lassen. Das soll in Ketten gelegt werden, als Symbol für die in ihren Augen unsinnige Abstandsregelung. Sie schade nicht nur dem Ausbau der Windenergie, sondern auch dem Wirtschaftsstandort Bayern.
Warum machen Sie das? Ich weiß es wirklich nicht. Die müssen doch einsehen, dass der Klimaschutz jetzt so wichtig ist und dass wir jetzt auf CO2-freie Energien umschalten müssen. Warum die das machen, ist mir wirklich ein Rätsel. Und sie machen die Arbeitsplätze kaputt dabei, die wir brauchen für die Zukunft. Die 10H-Regelung verhindere außerdem die Akzeptanz bei der Bevölkerung, statt sie zu fördern. Dabei ist die Windkraft besonders effizient. Windräder erzeugen im Verhältnis zu ihrem Flächenverbrauch den meisten Strom, mehr als alle anderen Erneuerbaren. Auch deshalb ist sie für das Gelingen der Energiewende unverzichtbar. Wir wollen ein Zeichen setzen, dass Klimaschutz, Atomausstieg und somit die Energiewende existenziell notwendig ist. Und solange man mit 10H den Windkraftausbau in Bayern blockiert, wird das nichts. Die Forschungsstelle für Energiewirtschaft hat nachgerechnet, wo in Bayern unter 10H Standorte für Windräder noch möglich sind. Es sind die schraffierten Flächen. Zunächst gar nicht so wenig, doch bei genauerer Betrachtung: Hier liegen Naturschutzgebiete, hier sind nur geringe Winderträge zu erwarten, da ist ein Truppenübungsplatz. Und hier eine Region, in der es schon sehr viele Windräder gibt. Das heißt, Proteste sind vorprogrammiert. In Pfettrach ist es mittlerweile Nacht geworden. Das Windrad, das der 10H-Regelung zum Opfer gefallen ist, kann abtransportiert werden in die Nähe von Danzig. Ein polnisches Unternehmen hat es gekauft. Über 4 Tage wird der Konvoi unterwegs sein. Lange Zeit herrschte in Bayern bei den Windkraftplanern Goldgräberstimmung. Entscheidungen fielen schnell, mancher Bürger fühlte sich nicht mitgenommen. Kassieren die Projektierer nun vielleicht die Quittung dafür? Für die Gegner der Windkraft gehört er zur bösen Windradlobby. Der Ingenieur Robert Singh plant Windkraftanlagen. Das Windrad von Lammerdingen ist das erste, das er projektiert hat. Regelmäßig geht er hinauf, um den Windmesser auszulesen. So wird seine Wirtschaftlichkeit überprüft. Gerade weil es sein erstes Windrad ist und es noch dazu bei dem Dorf liegt, in dem er aufgewachsen ist, hat er zu diesem Rad eine besondere Beziehung. Von Anfang an war es als Bürgerwindrad geplant. Doch selbst in seiner Heimatgemeinde hatte es zunächst heftigen Widerstand gegeben. Wir hatten hier auch einige Kritiker, die eben neben den Vögeln auch gesagt haben, Schwachwindregion, hier werden alle pleite gehen. Und alle, die sich hier mit Geld beteiligen, es waren ja hier knapp 100 Bürger aus der Region, werden ihr Geld verlieren. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben deutlich höhere Ausschüttungen als prognostiziert. Die Technik macht es möglich, dass Windkraft mittlerweile auch in sogenannten Schwachwindregionen rentabel ist. Die Rotorfläche beim Windrad kann man vergleichen mit in etwa der Schnittbreite von einem Mähdrescher, der einfach dann, wenn es größer ist, entsprechend mehr ernten kann. Und so ist es auch bei der Windenergie. Die Erträge fließen und Robert Singh wurde auch wieder in den Gemeinderat gewählt. Er verschweigt aber nicht, dass es noch immer einen harten Kern von Gegnern gibt, die das Windrad wohl nie als Energielieferanten akzeptieren werden. Ganz in der Nähe liegt das Kernkraftwerk Gundremmingen. Über den Widerstand gegen das AKW hatte Singh einst Raimund Kamm kennengelernt. Als dieser erfuhr, wie sehr der Ingenieur von Gegnern attackiert wurde, beschloss er, ihn zu unterstützen, und ist in das Projekt mit eingestiegen. Meine Frau und ich sind an 2 Windrädern beteiligt, dieses hier und dann noch an Anlagen in Nordschwaben mit 5.000 Euro Genossenschaftsanteile. Und die laufen schlecht, da kriegen wir nichts. Das gibt es. Also es gibt Anlagen, die laufen gut, geben eine gute Verzinsung ab. Ich glaube auch, da sind dann die Windgutachten sorgfältig gemacht worden, sodass man das gut voraussagen konnte. Und es gibt Anlagen, die haben noch nicht die Erfahrung gehabt und die laufen schlecht. Beides gibt es. Dieses Windrad läuft nun schon seit 5 Jahren reibungslos und wirft einen guten Ertrag ab. Noch.
Denn vor kurzem erschien ein Artikel. Ein Storchenskelett sei in der Nähe des Windrads gefunden worden. Jetzt klagt eine Naturschutzorganisation. Sie sieht hier seltene Vögel in Gefahr. Wie vereinbar sind Windräder und Naturschutz? Sind die Klagen nicht berechtigt? Der Verein für Landschaftspflege und Artenschutz, kurz VLAB, ist der Kläger und sitzt in der Oberpfalz. Einer noch urwüchsigen Gegend, wo Fischadler und Schwarzstorch zu Hause sind. Es ist derselbe Verein, der schon das Windrad in Pfettrach zu Fall gebracht hat. Unterwegs mit Johannes Bratka, dem Vorsitzenden des VLAB. Er war einmal Mitglied im Bund Naturschutz. Aus Empörung, dass sich dieser für die Windkraft einsetzt, ist er ausgetreten. Gerade ist er mit anderen Vereinsmitgliedern unterwegs zu einem besonderen See. In der Nähe soll ein Fischadler leben. Den möchte er schützen. Dort sollen ja 7 bis 17 Windräder gebaut werden. Und das ist natürlich zum einen für die Landschaft hier, für diese ja, wunderschöne Kulturlandschaft, nicht gut. Und zum anderen ist es natürlich fatal für diese seltenen Vogelarten. Für den Fischadler, Seeadler, den es hier gibt, Schwarzstorch, Rotmilan, Wespenbussard. Diese Vögel gehören zu den sogenannten schlaggefährdeten Vogelarten. Wenn sie auf der Jagd sind, kann es vorkommen, dass sie Windräder übersehen und in die Rotoren geraten. Für Bratka und seine Mitstreiter deshalb reine Tötungsmaschinen. Weiter geht's zu einer Gegend, die für sie ein gutes Beispiel dafür ist, wie sehr auch das Landschaftsbild unter Windrädern leidet. Hier sehen sie sich in ihrer Befürchtung bestätigt, dass ihre Heimat zu einem Industriepark wird, durch die Profitgier der Windradlobby. Die Energieplaner, also die Windkraftplaner, die sind unersättlich. Da gibt es keinen Stopp. Ja. Es wurden ja Firmen zwischenzeitlich geschaffen, ja, mit etlichen Beschäftigten, Tausenden von Beschäftigten. Und die versuchen jährlich natürlich, wie es jede Firma macht, wie es jede Automobilfirma macht, ihren Umsatz zu steigern. Und diese Windkraftindustrie, wenn man denen nicht Zügel anlegt, das führt dann dazu, dass faktisch unsere ganze Landesfläche überbaut wird. Wie groß die Gefährdung für Vögel, Insekten oder Fledermäuse durch die Windkraft tatsächlich ist, ist unter Naturschützern heftig umstritten. Der VLAB fürchtet die Auslöschung von Arten. Andere Umweltschutzverbände dagegen sehen im Klimawandel eine viel größere Bedrohung für unsere Natur. Sie fordern deshalb einen weiteren Ausbau der Windenergie. Doch das Gegenteil geschieht. Der Ausbau stagniert. Neben 10H spielen dabei Klagen von Organisationen wie dem VLAB eine bedeutende Rolle. Still steht dieses Windrad nördlich von München. Raimund Kamm dokumentiert wieder, wie die Energiewende ausgebremst wird. Abermals steckt eine Klage des VLAB dahinter. Dieses Mal soll der Grund der Wespenbussard sein. Es ist ein Bürgerwindrad, deshalb möchte er Anteilseigner sprechen. Sind sie Opfer einer übertriebenen Klagewut geworden? Franz Bauer und Michael Eisenmann sind schon auf dem Weg. Seit einem Jahr darf ihr Windrad tagsüber nicht in Betrieb sein. Immerhin haben sie erreicht, dass es nachts laufen darf, sonst wären sie schon pleite. Die Verluste kann man relativ einfach beziffern. So ein Windrad hat 5,5 Millionen Kilowattstunden Ertrag pro Jahr. Und das mal 0,8 Cent. Dann kommt man irgendwo auf 450.000 Euro, also die Hälfte, 200.000 Euro pro Jahr. Die Kosten laufen stabil weiter, die Einnahmen kommen nicht rein. Das kennen ja alle in der heutigen Zeit der Pandemie. Wenn man Kosten hat und keine Einnahmen, dann macht man es nicht sehr lange. Gut. Das machen wir mal.
Jetzt wurde wegen Corona auch noch das Gerichtsverfahren verschoben. So dauert alles noch etwas länger. Der Streit begann zwar mit dem Wespenbussard, doch der soll nach der neuesten Verordnung gar nicht mehr als besonders schlaggefährdet gelten. Das bestätigt Raimund Kamm in seinem Verdacht, dass bei manchen Klagen der Artenschutz nur vorgeschoben ist. Es gibt dahinter nach meinem Dafürhalten auch Leute, die können kein Wespenbussard vom Rotmilan oder Mäusebussard unterscheiden. Denen geht es nur darum, die Energiewende zu blockieren, weil sie letztendlich doch lieber Atomkraft wollen. Eine Naturschutzorganisation, die den Atomstrom der Windenergie vorzieht? Die Anteilseigner jedenfalls schwören auf die dezentrale Energiewende. Ich lebe hier, ich wohne hier. Und ich glaube, wenn wir alle nur immer darauf schauen, dass wir die Sachen, die wir verbrauchen, von woanders her bekommen, dann ist das keine Lebensform, die auf Dauer für alle funktionieren wird. Wenn ich mit zu Hause das Licht einschalte und ich weiß, es kommt von da, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Nur ein Beispiel von vielen, bei dem der VLAB versucht, die Windenergie auszubremsen. Seit 2015 gibt es den Verein. Eine Aufzählung beklagter Windräder allein in Bayern. Sie beansprucht keine Vollständigkeit. Wie kann es sein, dass der VLAB so oft gewinnt? Der Mann, der es wissen muss, gerade weil er so oft verliert, der Anwalt Bernd Wust. Er hat sich auf Baurecht spezialisiert und vertritt fast ausschließlich Windkraftprojekte. Die Frage, warum der VLAB so oft gewinnt, hat verschiedene Facetten, die Antwort. Der VLAB gewinnt zum einen so oft, weil er eben so oft klagt. Der VLAB ist als Umweltverband im Sinne des Umweltrechtsbehelfsgesetzes anerkannt und kann deswegen als Verband überhaupt Windenergieprojekte beklagen. Und wenn man sich die Tätigkeit des VLAB ansieht, dann stellt man fest, dass es eigentlich seine Haupttätigkeit, sein Hauptbetätigungsfeld ist, Energieprojekte und vor allem Windenergieprojekte zu beklagen. Und wer viele Klagen erhebt, der gewinnt auch häufiger als jemand, der das nicht so oft tut. Und anscheinend liegt ja viel im Argen, sonst müsste er als Vertreter der Windkraft doch häufiger Recht bekommen. Wenn man sich die Urteile und die Beschlüsse ansieht, wegen derer der VLAB obsiegt, dann lassen sich da schon so ein paar Fallgruppen unterscheiden, bei denen man feststellen muss, dass tatsächlich die rechtlichen Grundlagen schlecht sind. Eine Grundlage für die Planung ist der Bayerische Windenergieerlass. Ein umfangreiches Regelwerk, das hohe Anforderungen an die Planer stellt. Von der Regionalplanung über Lärmschutz, Raumordnungsverfahren bis hin zum Naturschutz. Nach den Vorgaben des Windenergieerlasses müssen beispielsweise Ornithologen zuerst artenschutzrechtliche Gutachten erstellen. Vorgaben, wie dass das Wetter an den Tagen, an denen Vogelbeobachtungen stattfinden, durchgehend warm sein muss, dass Flugradien kilometerweit frei einsehbar sein müssen, in einem Land, das oft hügelig ist, stellen hohe Hürden dar und bieten Einfallstore für Klagen. Also er soll sozusagen eine Hilfe für Projektierer sein. Im Moment ist es aber tatsächlich eher ein Hindernis, weil er durch die vielen Ungenauigkeiten und teilweise auch Widersprüche dazu führt, dass praktisch es nahezu ausgeschlossen ist, eine Kartierung, eine biologische Untersuchung zu erstellen, die komplett und in jedem Aspekt mit dem Windkrafterlass übereinstimmt. Bietet hier ein schlecht gemachtes Regelwerk Angriffspunkte für Gegner? Erklärt das, weshalb die Genehmigungsverfahren für ein Windrad inzwischen so aufwendig sind und immer wieder scheitern? In Regensburg steht man auf diesem Standpunkt. Im Landratsamt hat man sich sehr für die Energiewende engagiert. Bis 2040 möchte Bayern klimaneutral Energie produzieren. Ein ehrgeiziges Ziel. Diese Kommunalpolitiker wollten es umsetzen.
Mit der Unterstützung seiner Landrätin versucht Bürgermeister Patrick Grossmann schon seit langem, für die Gemeinde Sinzingbürger Windräder zu bauen. Dass es so kompliziert werden würde, hätte er nicht gedacht. Wenn ich auf den Aufwand für meine Verwaltung schaue, dann muss ich da schon noch mal das gut überdenken, weil das steht einfach nicht mehr im Verhältnis. Also ich denke, wir brauchen Regeln, die uns auch schneller zum Ziel bringen. Es kann nicht sein, dass ein Genehmigungsverfahren 8 Jahre dauert für 3 Windkraftanlagen. Steht nicht im Verhältnis. Die Waldflächen, wo die Windräder von Sinzing hätten stehen sollen, sind bereits gerodet. In diesem Jahr sollte hier endlich ihr Bau beginnen. Doch jetzt hat wieder einmal der VLAB geklagt, mit der Begründung, dass die vom Windenergieerlass vorgeschriebenen 18 Vogelbeobachtungstage zu wenig seien, weil die Thermik an manchen Tagen nicht ausreichend gewesen wäre. Der Klage wurde vom Verwaltungsgericht zugestimmt. Will man mit umweltfreundlicher Energie grundsätzlich weiterkommen, dann muss man halt auch ein bisschen in die Umwelt hinein. Und wo ist hier die Grenze, wo man sagt, was ist noch belastbar, was ist noch zumutbar? Geht es am Ende um einen Artenschutz, den ich ganz, ganz wichtig finde? Oder geht es am Ende darum, dass nicht ein einziges Tier, also wie gesagt, nicht der ganze Art, sondern nur ein einziges Tier, hier einfach dann auch mit Kollateralschäden zu kämpfen hat. Und das ist am Ende eine politische Entscheidung und vielleicht auch eine gesellschaftspolitische, die man hier mit abwägen muss. Doch wenn hier keine Bürgerwindräder stehen sollen, welche Alternativen für die Energieversorgung sieht dann der VLAB? Auf seinen Facebook-Seiten ist dieser Vorschlag zu lesen. Es ist überfällig, dass die Politik ergebnisoffen und vorurteilsfrei eine Laufzeitverlängerung für klimaneutrale deutsche Kernenergie erwägt. Ja, wir setzen uns nicht aktiv dafür ein. Es ist ein Gedanke von vielen. Warum soll man nicht sichere AKWs, die sich als sicher bewährt haben, zum Beispiel ISA 2 bei Landshut. Warum soll man dieses AKW nicht 1, 2 oder 3 Jahre länger am Netzen lassen, sondern stur auf dieses Abschaltdatum 2022 pochen? Und warum auch nicht? Kernenergie ist eine CO2-freie Form der Energiegewinnung. Kann die Laufzeitverlängerung nicht wirklich eine Option sein? Professor Jürgen Karl forscht am Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik der Uni Nürnberg. In seiner Promotion ging es um Reaktorsicherheit. Er versteht, dass diese Technologie fasziniert. Bei ihm hielt die Begeisterung bis zur Katastrophe von Fukushima. Ich habe ja vorher durchaus in den Vorlesungen auch argumentiert, es hat alles seine Nachteile. Wir haben das große Problem bei der Kernenergie mit der Endlagerung, mit der Sicherheit. Wir haben das noch größere Problem mit den Kohlekraftwerken, mit dem Klimawandel. Und hat dann durchaus auch diskutiert, dass aus diesen Risikoerwägungen raus natürlich die CO2-freie Kernenergie eine Alternative ist. Aber nach der Katastrophe in Fukushima habe ich genau diese Folien und diese Formulierungen aus der Vorlesung genommen. Jetzt arbeitet er mit seinem Doktoranden an der Verbesserung der Speichertechnologien. Für ihn ist klar, die Zukunft gehört den Erneuerbaren. Schon allein, weil sie in der Produktion bereits jetzt konkurrenzlos günstig sind. In dieser Anlage werden sogenannte Archaeen, also Mikroorganismen, eingesetzt, die den Strom aus Überschusswind in Methangas verwandeln. Oft wird ja diese Laufzeitverlängerung diskutiert, vorgeschlagen. Lassen wir unsere alten Kernkraftwerke einfach noch ein bisschen länger laufen. Aber an der Stelle haben wir tatsächlich ein riesengroßes Sicherheitsproblem. Und das ist das, was ich in der öffentlichen Diskussion tatsächlich stark vermisse. Ich habe in meinem Studium noch gelernt, die Lebensdauer von einem Reaktordruckbehälter eines Kernkraftwerks liegt bei 30 Jahren. Das hat mit den Materialeigenschaften zu tun. Der Stahl der Druckbehälter versprödet mit der Zeit. ISA 2 bei Landshut ist seit über 30 Jahren in Betrieb. Die Altersgrenze ist also eigentlich schon erreicht. Dennoch mehren sich bei uns Stimmen, die wieder für Kernenergie plädieren. Woher kommen sie?
Schutz vor Blicken von außen. Letzten November veranstaltete der Verein Europäisches Institut für Klima und Energie, kurz EIKE, seine jährliche Klimakonferenz. Seine Mitglieder bestreiten den menschengemachten Klimawandel. Für die Gegner sind sie Klimaleugner, die mit Fehlinformationen versuchen, die Energiewende zu sabotieren. Am Fenster beobachtet Holger Tuss, der Gründer von EIKE, das Geschehen. Bei EIKE möchten sie über Wahrheiten aufklären, die sonst in den Medien verschwiegen würden. Im Vorjahr war es zu einem Eklat gekommen, als Kollegen vom WDR über den Kongress in München berichten wollten. Ich will hier auch nicht reinsprechen. Ich möchte, dass Sie jetzt rausgehen. Und wenn Sie nicht sofort verschwinden, wäre ich gewalttätig. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich will Sie hier nicht sehen. Ich habe Ihnen nichts getan. Sie stehen für eine Redaktion. Ich stelle Ihnen Fragen. Holger Tuss hat EIKE 2007 als gemeinnützigen Verein gegründet. Jegliche Klimapolitik wird abgelehnt. Entsprechend groß ist die Verehrung von Donald Trump. Er ist auch Gott sei Dank aus diesem idiotischen Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Das finde ich natürlich alles ganz großartig, weil es letzten Endes über natürlich drei Ecken auch der Umwelt nutzt. Also Präsident Trump ist ein ganz großer Umweltschützer. Viele Teilnehmer haben einst in der fossilen Energie- oder Kernkraftbranche gearbeitet oder geforscht. Es eint sie das Gefühl, dass eine globale Klimahysterie ausgebrochen sei, gelenkt durch eine grüne Ideologie, die den Wohlstand Deutschlands vernichtet. Der nächste Redner, Professor Horst-Joachim Lüdecke, ist Physiker. Er forschte früher im Bereich der Kernphysik. Seit seiner Emeritierung warnt er vor den Folgen der Energiewende. Nun, die Energiewende, die deutsche Energiewende, man müsste ja nicht sagen Stromwende, geht ja hier nur um Strom, will alles ändern. Gegen den Rest der Welt. Die Folgen, höchste Strompreise der Welt, glaube ich inzwischen, instabiles Stromnetz, Blackout-Gefahr, Windräder in Schwachwindgebieten. Ich will nicht polemisch sein, aber das ist wirklich Schwachsinn. Was ist mit der Bevölkerung? Die ist ahnungslos. Dazu gehören übrigens auch ein Großteil der Medien. Expertise neutraler Experten werden von den Medien wegzensiert. Nach Angaben des Bundesumweltamtes verbreitet EIKE Thesen, die dem wissenschaftlichen Konsens widersprechen. Ganz besonders Stimmung macht EIKE gegen die Windkraft. Das sind keine neuen Technologien, das ist gar nichts. Das Mist ist das. Also sie können genauso gut Hamsterräder können sie verkaufen, das ist eine neue Technologie. Das ist eine Technologie, die zu nichts Nutze ist. Also sie können natürlich, ich meine, man muss vorsichtig sein, Windräder haben schon gewisse Nischenanwendungen. Also in entfernten Gegenden, vielleicht Australien am Meer, wo viel Wind weht, wo allen Dingen, wo man mit dem unstetigen Stromlieferung fertig wird, da haben die vielleicht mal, aber für ein Industrieland ist es Wahnsinn, völlig verrückt. Mangelnde Wirtschaftlichkeit, sogenannter Zappelstrom. Argumente gegen die Erneuerbaren, die immer wieder vehement von den Gegnern der Energiewende angeführt und über ihre Internetplattformen und in den sozialen Medien verbreitet werden. In den Pausen wird genetzwerkt. Die Redner sind international. Sie sind sich einig. Der Ausstieg aus der Atomkraft sei einfach durchgesetzt worden im Zuge einer Ökodiktatur. Nicht das Klima sei bedroht, sondern unsere Freiheit. Eine These mit Sprengkraft. 3 Jahre lang hat die Journalistin Susanne Götze versucht, dieses Netzwerk aus Klimaskeptikern, Lobbyisten und Hobbyexperten zu entwirren. Klimakrise und Energiewende sind für die Mitarbeiterin aus dem Wissenschaftsressort des Spiegel die brisantesten Themen unserer Zeit. Innerhalb der nächsten 30 Jahre müssen wir auf null runter, null Emissionen. Das heißt, wir müssen fossil free sein. Ja? Wir müssen runter von den fossilen Energien. 80% in 30 Jahren.
Und das ist eine Mammutaufgabe. Und das ist klar, dass sich daran die Geister entzünden, ist auch völlig logisch. Und vor allem auch deswegen, weil je weniger Zeit wir für diese Umstellung haben, und das haben wir uns auch ein bisschen selbst zu verschulden oder die Bundesregierung, weniger Zeit wir haben, desto mehr soziale Konflikte wird es geben und desto mehr gesellschaftliche Diskussionen und Konflikte geben, weil es eben so schnell gehen muss. Mit welchen Argumenten und Strategien wird die Energiewende ausgebremst? Dieser Frage ist sie zusammen mit ihrer Co-Autorin nachgegangen, die Klimaschmutzlobby. So lautet der provokante Titel des Buches, das jetzt bei einem Münchner Verlag erschienen ist. Also es ist eine Gemengelage von verschiedenen Leuten, die da an verschiedenen Rädchen in verschiedenen Momenten gedreht haben. Es ist nicht auf einmal passiert, es waren nicht ein oder zwei Personen, sondern es sind verschiedene Personenkreise, die da gewirkt haben. Also, und die größten sind natürlich Verhinderer, die in Ministerien sitzen, und die fossilen Lobbyisten, also von Energiekonzernen etc., die von außen kommen und Druck auf die Politik machen. Für ihr Buch hat sie zum Beispiel die Verbindungen von Eike zu anderen Klimaskeptikern und Lobbyorganisationen nachverfolgt. Dafür hat sie in New Orleans den Kongress des Heartland-Institutes besucht und gefilmt. Heartland gilt als neoliberale Denkfabrik, gesponsert durch die Millionen reicher Gönner. Ein erklärtes Ziel ist der Abbau von Umwelt-, Gesundheits- und Klimaschutzvorschriften. Susanne Götze konnte auch den Heartlands-Direktor Jay Lair sprechen. Der berichtete, dass der Ausstieg von Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ein Verdienst von Heartland sei. Wie eng die Verbindung nach Deutschland ist, zeigt die Internetseite des Heartland-Institutes. Hier ist Holger Tuss als politischer Berater gelistet, der Mann, der Eike gegründet hat. Er bestreitet, dass Eike von Heartland unterstützt wird. Man sei nur befreundet. Das Vereinsrecht in Deutschland erlaubt nicht, dass man die Finanzen einsieht. Man kann wissen, wer der Geschäftsführer ist, Schriftführer etc. Das ist halt im Vereinsregister alles abrufbar. Aber man kann leider nicht wissen, welches Geld reinfließt und wofür das Geld verwendet wird. Und zum Beispiel auch ist die Frage bei Eike, ob das beispielsweise von Klimaleugnern aus den USA finanziert wird. Und das wäre schon eine wichtige Frage, auch in Deutschland zu klären, ob da nicht von außen quasi ja, Lobbyisten aus dem Ausland mitmischen und hier quasi versuchen, die deutsche Energiewende zu unterwandern. Wie weit der Einfluss von Eike reicht, zeigt zum Beispiel die Internetseite der Bürgerinitiative Gegenwind Pfettrach, jenes Dorfs, wo das Windrad abtransportiert wurde, nach Polen. Hier wird unter anderem auch auf Eike verlinkt. Allen Widerständen zum Trotz kämpfen sie weiter für die Energiewende und für mehr Windkraft. Der Ingenieur Robert Singh hat von 4 Gemeinden und 2 Landkreisen den Auftrag erhalten, 4 Windräder zu planen. Johann Eichler hat als Bürgermeister wesentlich dazu beigetragen, das Projekt voranzubringen. Dass es auch diesmal schwierig werden wird, ahnen sie. Erste Proteste hat es bereits gegeben. Man fragt sich selber natürlich schon manchmal, machst du da das Richtige? Ich bejahe es ganz klar. Ich spreche viel auch in meiner Familie, mit meinen 3 Kindern und mit meiner Frau darüber, was wir so machen. Machen wir das Richtige? Aber ich komme dann klar zum Ergebnis, ja. Jetzt soll der Baumkletterer Valentin Rösch die Stelle markieren, wo einmal ein Windrad stehen wird. Das ist eigentlich nicht vorgeschrieben, doch da Klagen zu erwarten sind, möchten sie so wenig Angriffspunkte wie möglich bieten. Achtung! Hoch oben auf dem Baum soll Valentin einen Wimpel anbringen. Er soll später den Vogelbeobachtern als Orientierung dienen, wo genau die Windräder stehen werden. Ja, es ist schon was Besonderes, wenn man so einen Baumkletterer mal zuschauen darf. Ja. Aber man sieht halt auch, welchen Aufwand das getrieben wird, damit man auch die beste Lösung kriegt. Ja. Zuvor hatten Förster schadhafte Waldstücke als Standorte ausgesucht. Der Wald soll so gut es geht geschont werden. 200 Meter hohe Windräder. Diese Vorstellung kann Angst einflößen. Weshalb ist Johann Eichler so überzeugt? Weil ich mich damit beschäftigt habe. Und darum habe ich keine Angst. Ich habe mir welche angeschaut und habe keine Angst. Und ich habe mir
Stromtrassen angeschaut und denke, dass solche Dinge vielleicht viel, viel, die wir schon über Jahrzehnte gewohnt sind, viel, viel stärker in die Landschaft einschneiden als Windkraftanlagen. Mittlerweile ist Valentin oben angekommen. Robert Singh reicht ihm den Wimpel nach, den er an der Spitze befestigen soll. Sie versuchen ihr Bestes zu geben, damit das Projekt zu einem guten Ende kommt. Doch der Eindruck bleibt, dass bei all ihren Anstrengungen der nötige politische Rückenwind fehlt. Ich habe schon das Gefühl, dass die eine Seite zwar sagt, wir brauchen die Energiewende und wir wollen sie haben, aber wenn es dann konkret vor Ort geht, um Projekte geht, dann sind wir doch ziemlich alleine gelassen. Und dass sich da auch mal jemand hinstellt und sagt, ja, das ist richtig dort, das ist wichtig dort. Wir unterstützen auch die Politiker vor Ort. Der Wimpel ist befestigt und die Vogelbeobachtungen können starten. Der Ausgang ist ungewiss. Die Gegner vor Ort haben bereits den VLAB kontaktiert. Aufnahmen von Protesten aus dem letzten Jahr. Etwa 150 Einwohner der anliegenden Gemeinden demonstrieren gegen die Windräder im Hofoldinger Forst. Sie gehören zu denen, die im letzten Jahr protestiert haben. Wegen Corona kommt es zu einem Treffen am Ortsrand an der frischen Luft. Sie möchten keine Windräder, selbst wenn diese mit großem Abstand zu ihren Häusern gebaut werden. Das sind die Standorte, wo jetzt die Windräder geplant sind. Und da, wo die Fähnchen aufgestellt worden sind, die vier Standorte. Die wird man sehen, auch über die Entfernungen. Und dann der Infraschall, dann die Leuchtfeuer, die da drauf gebaut werden, weil da jeder Rotorflügel hat eine Befeuerung, also das heißt ein Blinklicht. Und auch der Turm ab 200 Meter Höhe. Und das sieht man natürlich kilometerweit. Sie haben Angst vor der Höhe und davor, dass auch ihre Gesundheit gefährdet sein könnte, obwohl die 10H-Regel eingehalten wird. Dass die Lebensqualität drastisch sinkt. Ja? Nicht nur wegen den Wut, ja? Sondern schon auch wegen dem Einfluss, den man gesundheitlich, die sind nachgewiesen. Jetzt gibt es ja neuerdings seit 17, 18, 19 gibt es ja ganz große Studien dazu, wo das alles belegt wurde. Sie machen sich Sorgen. Bei ihren Recherchen im Internet haben sie genügend Argumente gefunden, die gegen die Windkraft sprechen. Es sind nicht nur gesundheitliche Bedenken. Abschaltung von Kohlekraftwerken 2023, und dann sage ich, das ist nicht realistisch. Wir brauchen im Moment die Backup-Kraftwerke, wir müssen erstmal die Gaskraftwerke bauen. Ich sage mal, die dann möglicherweise, übrigens auch dieser Stotterstrom, ist auch nicht unbedingt umweltfreundlich und ist nicht, ich sag mal, der Weisheit letzter Schluss. Aber wir brauchen natürlich im Grunde genommen ein funktionierendes Backup-Netz, wenn der Strom eben doch mal nicht weht und die Sonne nicht scheint. Es sei denn, wir haben genügend Speicher, aber die haben wir nicht. Keine Speicher und Flatterstrom. Immer wieder dieselben Argumente, wie sie etwa auch von Eike kommen. Noch einmal nach Nürnberg zu Professor Jürgen Karl, dem Bioingenieur, der an neuen Speichertechnologien forscht. Was meint er zum Thema Flatterstrom? Ja, also hier flattert momentan gar nichts. Also das heißt, dieser Flatterstrom ist tatsächlich, gehört zu den Mythen der Energiewende. Suggeriert, dass wir wahnsinnig schnell wechselnde Windeinspeisungen hätten. Tatsächlich ist es aber so, entweder wir haben Wind oder wir haben keinen Wind. Und wir können mittlerweile Wind so gut prognostizieren. Also das heißt, der Netzbetreiber muss eben wissen, im Vorhinein gibt es Windstrom oder gibt es wenig, gibt es viel Windstrom. Und momentan wird in den Zeiten, in denen es eben wenig Windstrom gibt, müssen eben konventionelle Kraftwerke ran. Und in den nächsten Jahren sind es dann die Speicher, die da einspringen müssen. Für ihn ist klar, die konventionellen Kraftwerke sind eine veraltete Technologie. Es müssen neue Technologien her. Gegner der Windkraft warten oft mit zahlreichen Studien von Ingenieuren, Doktoren und zumeist emeritierten Professoren auf, die belegen sollen, dass die Energiewende nicht funktioniert. Das macht Eindruck und überfordert meist den Laien. Doch wie wissenschaftlich sind sie?
Ich kann Ihnen sagen, dass bei Eike und bei den ganzen Studien keine einzige dabei ist, die wissenschaftlichen Standards genügt oder die jemals durch eine Universität oder durch eine wissenschaftliche Fachzeitschrift gegangen sind. Und das ist genau das Problem. Deswegen kann man diesen, das sind halt wie gesagt Verschwörungstheorien. Die aber alles daran setzen, aus welcher Motivation auch immer, die Energiewende zu untergraben. Dabei liefern sie nicht nur Bürgerinitiativen zweifelhafte Argumente, sondern auch der Politik. Etwa der Werteunion. Die Werteunion hält die Rede vom menschengemachten Klimawandel für linke Propaganda und fordert Mut zur Kernkraft für eine sichere und bezahlbare Energieversorgung. Als eine Quelle für gesicherte Informationen wird zum Beispiel EIKE, das Institut für Klima und Energie, empfohlen. Der Umweltaktivist Raimund Kamm möchte trotzdem nicht aufgeben und kämpft weiter für die erneuerbaren Energien. Im Bayerischen Landtag geht es heute um 50 Windkraftanlagen, die vor Einführung der 10H-Abstandsregel geplant und genehmigt worden waren. Es soll entschieden werden, ob sie auch unter 10H rechtens sind. Ich hoffe, dass sich was bewegt, dass wir wenigstens diese Projekte für die Energiewende, für die Windkraft retten können, die da jetzt auf der Kippe stehen. Seit über einem Jahr wird um eine Lösung gerungen. Wegen Corona hat sich alles weiter verzögert. Einerseits will man der Windkraft nicht völlig im Weg stehen. Andererseits ist die Abstandsregel so etwas wie eine heilige Kuh der CSU. Die Grünen und die SPD sind für eine Änderung der Bauordnung. Die CSU sträubt sich. Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einem Rechtsstaat, in dem nicht vom Gesetzgeber rückwirkend, ohne Rücksicht auf die Belange von betroffenen Bürgern und den Naturschutz, Bauwerke willkürlich legalisiert werden können. Herr König, wir sind gemeinsam im Ausschuss gewesen. Wir haben das gemeinsam so beschlossen. Sie haben zugestimmt. Und jetzt stellen Sie sich hin und dann möchte auch das hinausgehen zu den Leuten und denen ins Gesicht sagen, nein, auf mich brauchen Sie sich zukünftig nicht mehr verlassen, weil ich drehe mich wie jetzt Fähnchen im Wind. Ich würde mich wirklich schämen. Nicht nur für Raimund Kamm ist die Entscheidung eine Enttäuschung. Nur 20 bereits fertige Anlagen dürfen bleiben, nicht aber die geplanten oder im Bau befindlichen. Auch hier scheint niemand wirklich glücklich, mehr als 30 Windräder gehen verloren. Die bereits getätigten Investitionen betragen Millionen. Doch trotz solcher Beschlüsse möchte die CSU am stockenden Ausbau der Windenergie nicht schuld sein. Es ist der Natur der Sache gelegen. Bayern kann die Welt nicht anders malen, als sie sich darstellt. Der Herrgott hat Bayern so geschaffen, wie es ist. Und natürlich sind auch diese Kapazitäten dann irgendwann erschöpft. Tatsächlich ist es aber so. Die Kapazitäten sind nicht erschöpft. Der politische Wille fehlt. Bis 2050 soll Deutschland klimaneutral werden. Doch wie soll das gelingen? Strom aus alternativen Quellen wäre genug da. Man müsste ihn nur abschöpfen. Aber die Energiewende wird blockiert. Was es natürlich auch zu vermeiden gibt, ist, dass es zwischen Corona-Krise und Vorklimakrise vielleicht auch noch eine Stromkrise gibt, weil einfach durch diese ganze Blockade auch der Windenergie in Bayern der notwendige Ausbau einfach nicht gesteht. Und so wandern weiterhin Erzeugnisse viel gerühmter deutscher Ingenieurskunst ins Ausland ab. Und man begibt sich in noch größere Abhängigkeiten. In Zeiten, wo der Ruf nach mehr wirtschaftlicher Autarkie nicht ohne Grund lauter wird.